Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim SC Paderborn. Anstoß ist am Freitagabend um 18.30 Uhr. Auf dem Podium darf ich heute Interimstrainer Matthias Kreuzer begrüßen. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Toni Lietu hat die erste Frage für den Kicker. Ja, hallo Matthias, willkommen zurück auf diesem Platz. Du kennst das ja mittlerweile schon. Wie hast du denn diesmal davon erfahren, dass du die Mannschaft jetzt interimsmäßig übernimmst? Und wie sind deine Gedanken dazu? Zunächst natürlich erstmal ein herzliches Glück auf an alle. Ich habe das im Vorfeld, das Vorfeld kann natürlich nicht so lange im Vorfeld gewesen sein, weil es sehr knapp bemessen auch ist. Und wie sehe ich das? Ja, es ist halt herausfordernd, weil einfach das nächste Spiel unmittelbar bevorsteht. Und deswegen ja, voller Fokus darauf. Max Backhaus für die Bild. Ja, hallo Matthias. Die Taktik von Thomas Reis wurde harsch kritisiert, vor allem auch aus der Mannschaft, dann auch öffentlich zuletzt. Du warst Teil des Trainerteams. Wie planst du denn jetzt in das nächste Spiel zu gehen? Möchtest du an der Taktik festhalten oder wirst du alles über den Haufen werfen? Dein Plan kurzfristig wird ja wahrscheinlich sein, die Mannschaft zu begeistern, oder? Definitiv, das sind genau die richtigen Worte, weil wir können über Taktik hin oder her reden. Für mich ist es am Ende halt einfach die Überzeugung, ne? Die Überzeugung, die jeder Einzelne hat. Und Thomas hat natürlich seine Überzeugung und ich habe meine Überzeugung. Und das gilt es jetzt genau zu vermitteln, um dann zu sagen, den richtigen Weg zu finden für das Spiel gegen Paderborn. Gibt es da die direkte Nachfrage? Dann doch nochmal Max Backhaus für die Bild und dann gehen wir gleich zu dir, große Schlamann. Vielleicht noch etwas konkreter. Was genau hast du denn vor zu ändern? Ich bin mir aufgrund dessen, dass es natürlich jetzt so ein kurzer Zeitraum sind, bin ich noch nicht vollends entschieden. Ich habe was im Kopf. Aber die finalen Dinge werde ich heute Abend dann in aller Ruhe für mich halt festlegen, um sie dann morgen in der letzten Trainingseinheit sicherlich auch einmal zu thematisieren gegenüber der Mannschaft. Dir, große Schlamann für Sky. Mats, du hast in kurzem Zeitraum angesprochen mit dem Spiel am Freitag. Das heißt, eigentlich muss ja jedes Wort sitzen. Was hast du den Jungs denn heute mitgegeben? Jedes Wort muss definitiv sitzen, weil es ist, wie der Zeitraum schon sagt, halt einfach gar nicht so viel, man kann gar nicht mehr so viele Dinge halt einfach beeinflussen, sowohl inhaltlich als auch das, was man sagt. Das, was ich den Jungs mitgegeben habe, trifft für alle zu. Das ist nicht unser Anspruch, das, was gerade momentan halt einfach mit Schalke 04 ist und einfach verdammt nochmal jeder ist in der Pflicht, in den Spiegel zu schauen, um zu sagen, okay, ich liefere jetzt einfach ab, den vollen Fokus auf die, Aufgabe und das ist jetzt Paderborn halt einfach zu richten. Und alles andere, nicht zu viel Energie mit allen anderen Dingen zu verschwenden, sondern diese Dinge, die wir beeinflussen können und das ist die Leistung auf dem Platz, das halt einfach auch rüberzubringen. Andreas Ernst für die WAZ. Timo Baumgartl bleibt bis Sonntag freigestellt vom Profitraining. Haben Sie versucht, dagegen Einspruch einzulegen, weil er doch wichtig ist für die Defensive? Ehrlicherweise war das gar kein Thema, weil der Verein hat eine Entscheidung getroffen. Und ich glaube, heute Morgen ist ja das, glaube ich, auch schon thematisiert worden. Und Genau. Deswegen voller Blick voraus ist das für mich, stand jetzt kein Thema gewesen, nein. Norbert Neubaum fürs Medienhaus Bauer und die Recklinghäuser Zeitung. Sie sagen, Herr Kreuzer, Thomas Reis habe seine Überzeugungen, Sie hätten Ihre Überzeugungen. Sind diese Überzeugungen irgendwo deckungsgleich? Sind die völlig konträr? Und zweite Frage, wir reden hier in den letzten Tagen unheimlich viel über Taktik. Gibt man den Spielern nicht zum Teil auch einfach ein Alibi dann dafür, dass sie ihre eigenen schwachen Leistungen nicht hinter irgendeiner Taktik verstecken können dadurch? Das ist ja genau das, was ich vorhin mit dieser Überzeugung zum Ausdruck bringen wollte. Weil am Ende sind auch die Spieler gefragt, ihre Überzeugung auf dem Platz zu haben. Und das ist für mich dann keine großartige Taktikdiskussion, sondern einfach die Überzeugung, die ich habe. Und die ist bei jedem Einzelnen halt einfach komplett unterschiedlich. So hat Thomas seine Überzeugung, ich habe meine Überzeugung, Sie haben Ihre Überzeugung. Das gilt es jetzt zu vermitteln und bei den Jungs halt einfach auch rauszuholen. Patrick Berger für Sport 1. Genau, einmal vorne durch. Vielen Dank. Hallo Matthias, willkommen zurück hier vorne. Du warst ja auch, oder frage ich erstmal anders, hast du Kontakt schon mal zu Thomas Reis? Hat er die Möglichkeit gehabt, sich vielleicht auch heute nochmal im Team zu verabschieden? Was gibst du ihm vielleicht auch mit? Und anschließend daran die Frage, du bist ja bisher auch Teil des Trainerteams gewesen und auch in dieser besagten Krisensitzung sozusagen in der letzten Augustwoche so dabei gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Inwiefern siehst du da vielleicht eine Gefahr, dass du oder ob du die Mannschaft erreichen kannst oder
was sagt das vielleicht auch über die Mannschaft aus, wenn du da jetzt auf einmal stehen musst, der ja vorher auch da gestanden hat? Ja, also zur ersten Frage, zur Teilfrage. Also ich habe Thomas heute Morgen noch gesehen, weil es, wie gesagt, ja halt einfach in der Abfolge so eng war und da konnten wir ganz kurz sprechen. Ob ich da eine Gefahr sehe, für mich ist das, und das ist wirklich das, was ich auch heute der Mannschaft versucht habe zu vermitteln, alles, was jetzt in der Vergangenheit ist, können wir nicht mehr ändern, können wir nicht mehr drehen. Und diese Dinge, die wir beeinflussen können, sind in den nächsten 2 Tagen und dann steht das nächste Spiel an. Und das ist für mich der volle Fokus darauf, halt einfach das auch zu legen. Toni Lito für den Kicker und danach gehen wir zu Philipp Seldorf für die Süddeutsche. Ich kann mich erinnern, dass du beim letzten Mal angedeutet hast, dass du eigentlich nicht damit liebäugelst, auf diesen Cheftrainerposten generell zu kommen. Hat sich in der Zwischenzeit daran was geändert? Gute Frage. Nein, hat sich nichts geändert. Genau, dann geht es weiter mit Philipp Seldorf für die Süddeutsche Zeitung. Ja, hallo, Herr Kreuzer. Sie sind seit jetzt 4,5 Jahren hier und haben, wenn ich es richtig zusammengerechnet habe, 8 Cheftrainer erlebt. Ja, was sagt Ihnen das über den Club? Was sagt Ihnen das über Ihre Aufgabe, die Sie jetzt bewältigen müssen? Und ja, was kann man tun, dass das nicht so weitergeht? Ja, es drückt die Schnelllebigkeit des ganzen Geschäftes und auch der ganzen Gesellschaft natürlich aus, ne? Also wie schnell die Dinge gehen. Um jetzt darauf in der näheren Vergangenheit zu bleiben, wir haben in der Rückrunde einen Fußball gespielt, da gab es so viele Mitgliedsanträge bei Schalke 04 wie noch nie, weil man sich identifiziert hat mit der ganzen Aufgabe. Aber um es nochmal zu sagen, all diese Dinge, die in der Vergangenheit waren, spielen für mich jetzt für die nächsten 2 Tage, für die nächsten 15 Tage keine Rolle, weil ich den Fokus einfach wirklich nach vorne richten möchte, um halt einfach die Energie, die Überzeugung auf dem Platz zu sehen. Marcel Witte für RUHR24. Jetzt steht am Freitag ein Spiel an. Wie sieht es denn personell bei Schalke 04 überhaupt für das Spiel aus? Also personell ist, dass heute Simon Keke und Thomas Auvejan, die haben Teile mitgemacht. Der Rest ist dabei und die Langzeitausfälle mit Ralle, also Danny war nicht dabei, Ibra war nicht dabei, Marius und Leo Kreimel. Max Backhaus für die Bild. Ja, vielleicht noch die Nachfrage. Reicht es vielleicht sogar bei Simon noch für den Kader? Wahrscheinlich eher nicht, tippe ich mal. Aber bei den anderen beiden, Keke und bei Thomas Auvejan, was ist da genau der Fall? Sollen sie morgen direkt wieder einsteigen? Oder kann man jetzt schon sagen, dass es auch da vielleicht eher eng wird? Wie sieht's aus? Also eng wird es allemal, aber ich mache natürlich und möchte auch gar nichts zumachen, dass sie halt einfach nicht dabei sind. Also umso mehr Optionen man hat, umso besser ist es natürlich und ich habe natürlich die absolute Hoffnung, weil jeder einzelne Spieler seine eigenen Qualitäten auch darin einbringen kann und uns dann auch helfen kann. Aber also definitiv nicht ausgeschlossen. Toni Lieto nochmal für den Kicker. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du gerade bei den Langzeitverletzten kurz Ralle gesagt. Ich nehme an, das war ein Versehen, der wird... Ja, für mich ist nicht die Trennung zwischen Langzeitverletzten und nicht, das waren diejenigen, die nicht das Mannschaftstraining teilgenommen haben. Nein, nicht ja. Langzeitverletzten. Also er wäre einsatzfähig? Nein. Trainiert individuell. Ralf Herrmann trainiert individuell? Ja. Okay, das heißt Michael Langer oder Justin Hekerin? Sehen wir am Freitag. Dann machen wir weiter mit Norbert Neubaum für die Recklinghäuser Zeitung und das Medienhaus Bauer, genau eine Reihe dahinter. Gab es denn schon irgendeine Gelegenheit für Sie, sich mit Paderborn zu beschäftigen? Was erwartet Schalke da für einen Gegner am Freitag? Ja, das gibt es. Das ist ja immer permanent ein Prozess. Ne? Also jetzt steht natürlich die unmittelbare Spielvorbereitung an, aber definitiv gab es das. Das gibt es im Laufe von der Woche bei mir immer, dass ich mich mit denen auseinandersetze. Was erwartet uns? Es ist eine Mannschaft, die sehr viele Positionswechsel, also Spielerwechsel hat. Sie haben unterschiedliche Systeme gespielt, was es mal eine Viererkette ist oder ob es halt einfach mal eine Dreierkette ist. Das ist eine Mannschaft, die den Ballbesitz mag, aber auf der anderen Seite können die auch sehr gut kontern. Also sie haben gute Schnelligkeit mit unter anderem Conte und Platte einfach nur zu nennen. Und ja, das sind die Herausforderungen. Am Ende haben die aber auch nur einen Punkt mehr als wir, die wir einfach haben und dem müssen wir uns halt einfach stellen. Max Backhaus für die Bild.
Ja, noch eine Detailfrage. Auf welcher Position siehst du Henning Matriciani am stärksten? Ich glaube, er wünscht sich eine feste Position, auf der er sich dann auch festbeißen kann. Jetzt ist es ja so, dass hinten links Thomas wackelt, in der Mitte fällt Timo Baumgartl aus. Da könnte er jeweils theoretisch einspringen. Wo siehst du ihn am ehesten? Am ehesten, dass die Spieler das immer sagen, aber wenn ich mich richtig erinnere, hat er gegen Hertha letztes Jahr also halb linke Innenverteidiger gespielt. Also für mich ist das, wo ich seine Qualitäten gebrauchen kann, wie bei jedem einzelnen Spieler auch, setze ich ihn auch ein. Wo ich der Meinung bin, dass er für die Mannschaft am meisten bringen kann. Andreas Ernst für die Watz hier vorne nochmal. Mike Büskens ist ja Co-Trainer. Wer ist denn sonst noch in Ihrem vorübergehenden Interimstrainerteam? Wird es keinen weitergeben. Also wir lösen das jetzt einfach intern, solange bis es dann die neue Lösung gibt. Aber wir werden das mit den Personen, die schon da sind, halt einfach lösen und werden da jetzt nicht irgendwie noch etwas anderes hinzunehmen oder verändern. Gibt es weitere Fragen eurerseits? Da gehen noch mal die Hände hoch. Dann machen wir weiter mit Norbert Neubaum für das Medienhaus Bau und die Recklinghäuser Zeitung. Vielleicht noch eine Frage zum Zwischenmenschlichen. Sie sagen, Sie haben Thomas Reis heute Morgen getroffen. Hat er Ihnen viel Glück gewünscht? War er sauer? War er erstaunt? War er vielleicht sogar erleichtert? Oder könntest du uns da so einen kleinen Einblick geben? Also es ist natürlich unfassbar schwer, über Thomas seine Gefühlslage selber zu sprechen. Da müsste man mit ihm selber halt einfach sprechen. Deswegen möchte ich dazu eigentlich gar nichts sagen. Ich habe einfach Thomas als total offenen und ehrlichen und authentischen Menschen kennengelernt. Und das war er heute Morgen zu mir auch. Machen wir weiter mit Julietu für den Kicker und danach Patrick Berger für Sport 1. Du wolltest vorhin nicht so viel sagen, verständlicherweise zu dieser Taktik oder was du da so im Kopf hast. Kannst du zumindest sagen, ob du bei dieser Viererkette bleibst oder ob du auch erwägst, ich meine, das Spielerpersonal würde es ja hergeben, dass du da hinten auf Dreierkette umstellst? Ich möchte einfach im Moment gar nichts ausschließen, das, was ich vorhin gesagt habe. Ich muss da Ruhe haben, um einfach Abend, nachdem man das alles ein bisschen hat sacken lassen, auch das zu bewerten, was das Bestmögliche jetzt für Schalke, für die Mannschaft ist, um erfolgreich gegen Paderborn zu sein. Patrick Berger für Sport 1. Ja, vielen Dank, Pia. Wenn ich einmal noch zurückblicken darf zu dem Interview von Timo Baumgartl, wie sehr hat dich das persönlich überrascht, dass das kam? Oder hast du es vielleicht auch als so eine Art Hilfeschrei empfunden? Und wenn ein Spieler jetzt wieder sowas machen würde, wie würdest du das sehen? Ich bin immer für offen und ehrliche Worte. Ich glaube, das ist ja auch kommuniziert worden, dass natürlich wir erst den internen Weg wählen sollten. Und ich habe das heute Morgen auch zur Mannschaft gesagt. Ich möchte, dass wir miteinander reden und nicht übereinander. Und das verlange ich einfach von jedem, der bei uns in der Kabine ist, der bei uns in dem Trainingszentrum ist, dass diese Dinge offen und ehrlich angesprochen werden. Und dann kann man darüber auch diskutieren. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle, wünschen euch einen schönen Nachmittag und freuen uns, den einen oder anderen dann in Paderborn wiederzusehen. Dankeschön. Danke.